Manche Dinge sind so unheimlich und angsteinflößend, dass wir lieber so tun, als gäbe es sie nicht. Willkommen zu einem neuen Beitrag. Und damit willkommen zur fünften Ausgabe der Mystery-Kurzmeldungen für das Jahr 2024. Das Format, in dem wir uns Meldungen aus Foren, Blogs und von Websites und aus den Online-Ausgaben von Zeitungen ansehen, die sich mit den Themen Mythen und Mystery befassen und alles, was diese Themen so ein bisschen berührt. Aber zum Lockerwerden gibt's jetzt erstmal die kuriose Meldung. Und da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich gefragt, ist denn heute schon der 1. April? Aber dann habe ich ganz viele Meldungen in Online-Ausgaben von Zeitungen dazu gefunden und die meinen das ernst. McDonald's, ihr wisst schon, dieses Mehr-Sterne-Restaurant mit dem total gesunden Essen, geht unter die Parfümeure. Und der erste Duft, den sie rausbringen, ist Pommes frites. Ja, ich konnte das jetzt zunächst auch nicht glauben, aber es scheint tatsächlich so zu sein. McDonald's bringt eine Parfümserie auf den Markt mit dem Geruch ihrer Speisen. Ja, wer jetzt denkt, super, boah, eine Frau, die nach Pommes riecht, gleich mal ab in die Parfümerie, dem muss man leider ein bisschen enttäuschen, zumindest hier bei uns. Denn McDonald's hat sich vorgenommen, ländermäßig und regional verschiedene Düfte herauszubringen und der Parfümduft Pommes frites, den gibt's erst einmal nur in Japan und da nur in Tokio. So als Probe sozusagen, aber das ist ja noch nicht das Einzige. Wie es in dem Bericht heißt, hier in Fettschrift, der zweite Duft ist eine würzige Knoblauch-Pfeffer-Mayonnaise-Komposition, wie man sie zweifellos gerne an seiner Liebsten riechen will. Und zum Schluss gibt es eine liebliche Atmosphäre von Pflaumen-Algensalz, nachdem Frau duftend auf sich aufmerksam machen könnte. Ja, wer würde nicht gerne abends mal mit einer Frau sich näher kommen, die nach würzigem Knoblauch, Pfeffer und Mayonnaise riecht? Allerdings frage ich mich bei diesem Pommesduft, wenn die Frau, ich sag mal, das um 18 Uhr aufträgt und man sie dann gegen 7 abholt und den Abend zusammen verbringt, ob die dann mit der Zeit anfängt, so nach ranzigem Frittenfett zu stinken. Ja, ich gehe jetzt mal in meine Kryokammer und weckt mich bitte, wenn es irgendwann vielleicht unter gewissen Umständen mal wieder normal wird bei uns. Ja, da sind sie wieder, meine Lieben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Jahr 2020. Überall tauchten dort diese Stelen auf, die dann Monolith genannt wurden oder Metallmonolith, und jetzt ist wieder so ein Ding aufgetaucht. Diesmal war das Ganze in Wales und zwar auf einem Hügel der Gemeinde Hay-on-Wey. Entdeckt wurde er von einem Jogger namens Richard Haynes. Der joggte da am 10. März, also vor wenigen Tagen erst, über eine Weide und da stand er dann, der Monolith oder die Stele. Er sagte, er hätte zuerst gedacht, dass das Ganze irgendein wissenschaftliches Gerät sei, aber dann überlegte er, dass das dann doch viel zu groß dafür wäre, denn diese Stele oder der Metallmonolith hat eine Höhe von etwas über 3 Metern. Wie man jetzt mittlerweile weiß, besteht er komplett aus Edelstahl. Dieses Teil muss aber irgendwann in der Nacht installiert worden sein, denn tags vorher, am späten Nachmittag, war Haynes dort auch zum Joggen unterwegs und da hätte er da noch nicht gestanden. Ja, wie eben erwähnt, 2020, da war das ja eine richtige Plage. Die tauchten ja überall auf, im Wald, auf Wiesen, in der Wüste, wenn man abends die Bettdecke zurückgeschlagen hat. Ups, da eine Stele. Und vielleicht geht das Ganze jetzt wieder los. Aufgrund der Bauweise aus Edelstahl und mit Schrauben aus dem Baumarkt sozusagen, geht man jetzt mal nicht davon aus, dass das von Außerirdischen aufgestellt wurde. Ja gut, man weiß es natürlich nicht, vielleicht haben die ja auch so eine Alien-Kundenkarte. Am 29. Februar dieses Jahres, da hat ein Mann über Hortonville im Bundesstaat New York eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Dieser Ort, Hortonville, der hat gerade einmal 269 Einwohner. Und als dieser Mann so ungefähr um 18.20 Uhr in Richtung Hortonville auf einer Landstraße fuhr, da sah er diese beiden Lichter, die er da oben im Bild jetzt so ganz schwach sehen könnt. Und auch wenn man die auf diesem Foto jetzt nicht so direkt sehen kann, waren sie für ihn in diesem Moment aber sehr auffällig und er zückte seine Kamera. Und dann machte er dieses Foto. Im Übrigen das einzige Foto, das ihm von dieser Erscheinung gelang,
denn er war so aufgeregt bei dieser Beobachtung, dass er während der Fahrt die Hände vom Lenkrad nahm, um diese Aufnahme zu machen und dann mit seinem Wagen im Graben landete. Als er den Wagen dann so notfallmäßig gestoppt hatte und ausstieg, da waren diese Lichter verschwunden. Aber es gab eben auch eine ganze Reihe von Augenzeugen aus dem Ort selbst und diese Augenzeugen, die sagen, das waren eindeutig runde, fliegende Scheiben. Das, was diesen Fall etwas von anderen Fällen unterscheidet, das ist vielleicht die Tatsache, dass dieser Mann, der diese Fotos gemacht hat, in der Nacht vorher noch einen ganz merkwürdigen Traum hatte. In diesem Traum sind drei weiß gekleidete Gestalten mit Headsets in sein Schlafzimmer gekommen und hätten mit ihm gesprochen. Und er hätte sogar hören können, wie sie draußen auf der Straße Menschen angesprochen hätten. Allerdings in einer Sprache, die niemand verstehen konnte. Aber sie hätten offensichtlich versucht, ihm und anderen Menschen etwas näher zu bringen, etwas zu erklären, was dann allerdings nicht gelang. Und am nächsten Tag gab es dann eben diese Sichtung, die nicht nur er gesehen hat, sondern auch einige andere Menschen aus dem Ort. Und nun wird darüber spekuliert, ob es da einen Zusammenhang gibt. Die Anwälte einer Frau in Louisville in Kentucky, die versuchen eine sehr merkwürdige Verteidigungsstrategie, und zwar mit etwas, womit die Frau versucht hat, ihren Mann umzubringen. Die hat sich nämlich an ein Medium gewandt per WhatsApp und es gibt da so diesen Verlauf, der noch existiert, und daraus konnte man nachvollziehen, dass sie so langsam darauf hinarbeitete, dieses Medium zu fragen, ob sie ihn nicht einen Zauber beherrsche, der ihren Mann umbringen würde. Der Mann, der war Medium und Zauberer im Übrigen, der sagte dann, dass er so das nicht schreiben könne. Aber es gäbe schon Zauber, den er beherrschen würde, bei dem die Person 5 Stunden nach dem Ritual versterben würde. Die beiden einigten sich dann auf einen Preis, es waren so $20,000, aber die Frau, die wurde so ein bisschen misstrauisch und sagte, na ja, vielleicht kann mein Mann erstmal sterben und dann gibt's das Geld. Woraufhin dann das Medium meinte, nee, also das Geld bräuchte er dann schon wirklich vorher und er hätte ja auch eine Erfolgsquote von 85%. Das Ganze kam dann nicht zustande, weil die Frau eben skeptisch wurde und bezweifelte, dass das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Letztendlich suchte sie im Darknet dann nach einem Auftragskiller, den sie dann auch fand. Und im Auto übergab sie ihm dann sein Geld, diese $20,000, mit einem gezielten Auftrag, ihren Mann umzubringen. Dumm war, dass dieser Killer ein FBI-Agent war. Und dann wurde sie verhaftet. Die Verteidigung fährt jetzt folgende Strategie. Sie möchte, dass ihre Mandantin freigesprochen wird. Denn die Tatsache, dass sie sich an ein Medium und einen Zauberer gewandt hat, damit er einen Todeszauber macht, würde schon zeigen, dass sie geistig nicht auf der Höhe sei. Ja, so ist das. Das ist die Strategie, die die Verteidigung fährt. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch mal die Frage, Menschen, die daran glauben, dass es Flüche oder eben solche Todeszauber gibt, sind die alle geistesgestört oder kann sowas wirklich existieren? Na gut, ich möchte nicht, dass er sagt, die sind geistesgestört. Vielleicht, dass er sagt, das gibt's nicht und die verrennen sich da in irgendetwas. Was ist denn eure Meinung? Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie denn euer Urteil ausfallen würde, wenn ihr bei den Geschworenen dort sitzen würdet. Würdet ihr sagen, sie ist schuldig oder würdet ihr sagen, die arme Frau kann ja nichts dafür? Was ihr hier gerade seht, das sind Nachrichten eines philippinischen TV-Senders. Und dieser Nachrichtensprecher, der kündigt ein Video an, auf dem wirklich sehr Merkwürdiges zu sehen ist. Nämlich ein Motorradfahrer, der wahrscheinlich durch einen Geist fährt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal ein paar Mal an. Auf Folgendes müsst ihr achten, der Motorradfahrer fährt und dann springt von links etwas ins Bild, was dann aber plötzlich verschwunden ist. Da. Während ich euch jetzt hier noch etwas zu dieser Sache erzähle, lasse ich im Hintergrund mal ein paar Mal diese Bilder ablaufen. Es gibt zu dieser Straße, auf der der Motorradfahrer fährt, so eine Sage, so etwas wie bei uns diese Sagen mit den weißen Frauen, die am Straßenrand stehen und in Autos einsteigen und die Autos verunglücken dann oder was auch immer. Und die Sage hier ist, dass auf dieser Straße einmal ein Motorradfahrer ums Leben kam, der sich dann vor seinem Tod mit einem Fluch geäußert habe, dass keiner mehr, wenn er es nicht könnte, mit seinem Motorrad dort fahren dürfte.
Es ist seitdem zu mehreren Unfällen dort gekommen, teilweise tödlich, teilweise mit schweren Verletzungen. Und die mit den schweren Verletzungen haben zum Teil ausgesagt, dass ihnen ein Geist vor das Motorrad gesprungen wäre. Naja, und wie man nun dort glaubt, ist dies das erste Mal, dass jemandem so eine Aufnahme dieses Geistes gelungen ist. Und der hat das Ganze dann auch noch glücklicherweise überlebt. Einmal lasse ich es noch laufen, noch etwas vergrößert. Die Bildqualität wird dann allerdings etwas schlechter. Aber nur mal so zum Überblick. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von dieser Aufnahme haltet. Der nächste Beitrag. Dazu kann ich nur sagen, diejenigen von euch, die sich für UFOs interessieren oder UAPs, wie sie jetzt heißen, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Und bitte vergesst nicht, das Leben geht weiter. Das sogenannte AARO des Pentagons, das sogenannte All Domain Anomaly Resolution Office, das hat jetzt das Ergebnis einer Untersuchung veröffentlicht, die sich mit einer ganz bestimmten Sache befasst hat. Und es wird jetzt wirklich hart für euch. Ich lasse die PDF im Hintergrund ablaufen, die diese Untersuchung zeigt. Ihr findet den Link auch in der Videobeschreibung, falls ihr euch das selber noch einmal durchlesen möchtet. Und lese eine Zusammenfassung dessen vor, was dort drin steht. Es geht in diesem Bericht darum, dass diese Abteilung, dieses AARO, alle Programme untersucht hat, die die US-Regierung seit dem Jahre 1945 bis heute jemals durchgeführt hat zur Erforschung des UFO-Phänomens. Und nach dieser Untersuchung hat sich daraus Folgendes ergeben. Ein ausführlicher Pentagon-Bericht, der sich mit dem Interesse der US-Regierung und den Untersuchungen an UFOs seit dem Jahre 1945 befasst, fand keinen Hinweis auf Besuche von Außerirdischen oder der Bergung und Rückentwicklung, also dieses Reverse Engineering, abgestürzter außerirdischer Raumschiffe. Die vom All Domain Anomaly Resolution Office durchgeführte umfassende Untersuchung untersuchte alle verschiedenen offiziellen Programme zur Untersuchung des Phänomens bis 2023. Die Studie untersuchte auch verschiedene Behauptungen über geheime UFO-Projekte oder Beweise, die von der US-Regierung oder privaten Unternehmen heimlich geführt oder aufbewahrt werden, wie von bestimmten Zeugen berichtet wird. Auch zu all dem wurden keine Hinweise gefunden. Die AARO ging auf das besonders hartnäckige Narrativ ein, wonach die US-Regierung über außerirdische Raumschiffe oder Körper außerirdischer verfüge und dies vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hätte, und räumte ein, dass viele Menschen aufrichtig Versionen dieser Überzeugung vertreten, die auf ihrer Wahrnehmung vergangener Erfahrungen basieren. Und diese Erfahrungen sind Medien oder Online-Angebote, von denen sie glauben, dass sie Quellen glaubwürdiger und überprüfbarer Information sind. In dem Bericht behaupten sie, dass diese Konzepte ungenau seien und führen ihre weit verbreitete Akzeptanz auf die Vermehrung von Fernsehprogrammen, Büchern, Filmen, der riesigen Menge an Internet- und Social-Media-Inhalten zu UAP-bezogenen Themen zurück. Die AARO beendete ihren Bericht schließlich mit der Betonung der gleichen Schlussfolgerung, die sie schon seit einigen Jahren vertreten, nämlich dass sie keine Beweise dafür gefunden haben, dass UFOs außerirdisch sind und dass die meisten ungelösten Fälle als gewöhnliche Objekte oder Phänomene identifiziert und gelöst werden könnten, wenn bessere Daten über das Ereignis gewonnen werden könnten. Trotz des umfassenden Charakters der historischen Studie wird sie wahrscheinlich wenig dazu beitragen, diejenigen zu überzeugen, die an eine langjährige Vertuschung des UFO-Phänomens durch die Regierung glauben, da viele den Bericht mit ziemlicher Sicherheit lediglich als das neueste Kapitel dieser laufenden Bemühungen betrachten werden. Ja, da habt ihr es gehört, ihr Pfeifen. Ihr schaut einfach zu viel Social Media oder YouTube und andere Plattformen. Und wenn das AARO das sagt, und das ist immerhin eine vollkommen unabhängige Regierungseinrichtung, sozusagen das Wahrheitsministerium der USA, dann stimmt das, ja? Essig ist mit Aliens und abgestürzten Raumschiffen, könnt ihr knicken. Edge,
Und um ehrlich zu sein, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner aus der Mythengemeinde auch nur ansatzweise diesen Bericht anzweifelt. Ich mach mal weiter. Sind unter euch irgendwelche Angler oder Kanuten oder fahrt ihr gern einfach mal mit dem Paddelboot so ein bisschen über den See? Aber eigentlich kann sich jeder mal vorstellen, dass er mit seinem Ruderboot in die folgende Situation gekommen wäre, die gleich zu sehen ist. Das Video geht gerade in Südamerika viral, denn da ist jemand mit seinem Ruderboot über den Amazonas gefahren. Und dann wird er von irgendetwas angegriffen, von dem irgendwie keiner genau weiß, um was es sich dabei handelt. Es gibt natürlich eine Reihe von Vermutungen, angefangen vom Riesenwels über Seekuh bis hin zu Walen. Aber nichts Genaues weiß man. Aber schaut euch das Ganze mal an. Ich für meinen Teil kann sagen, ich wäre so schnell mit meinem Ruderboot ans Ufer gepaddelt, dass die Leute gedacht hätten, ich hätte einen 300 PS Motor. Ja, man muss aber sagen, der Typ in diesem Ruderboot, der reagiert da mal extrem cool. Man weiß nicht viel über diese Aufnahme, man weiß, dass sie auf dem Amazonas gemacht wurde, aber das war es dann im Prinzip auch schon. Auch der Kollege da in dem Boot, der ist nicht bekannt, keiner weiß, wer es ist. Das Problem hierbei ist aber, dass auch niemand so genau weiß, was den da angreift. Wie es scheint, wusste er es nicht und auch die Leute, die dieses Video sehen, sind sich da nicht sicher. Sie erkennen das Tier nicht. Ja, ich ziehe das Bild hier nochmal ein bisschen auf. Ihr kennt das Spiel, die Qualität verschlechtert sich dann, aber vielleicht kann ja der eine oder andere von euch da irgendetwas erkennen. Ja, also ich sehe da irgend so ein pockiges Vieh, scheint so ein bisschen Muschelbesatz zu haben. Keine Ahnung, aber gibt's Wale im Amazonas irgendwie so vorne an? Ja, wie gesagt, im Moment hoch im Kurs steht da der Riesenwels, aber der ist dann schon ein richtiger Riesenwels, wenn ich das so richtig betrachte. Und da sind ja noch einige andere. Haben wir ja gesehen. Also alleine ist er dann nicht unterwegs. Wenn also jemand von euch zufällig schon mal beim Schwimmen im Amazonas mit so einem Vieh gerungen hat oder sowas gefangen hat, der kann ja mal seine Idee, was es ist, in die Kommentare schreiben. Am Flughafen in Dubai, da wurde ein Mann festgenommen, der aus Afrika stammte. Welches Land wurde da nicht genau genannt. Der hatte sich zuvor etwas merkwürdig verhalten und das fiel den dortigen Beamten dann auf. Man bat ihn dann zur Zollkontrolle, öffnete seinen Koffer. Ja, und da war halt allerhand drin. Unter anderem eine lebende Schlange in einer Plastikbox, eine abgehackte Affenhand, verschiedene Amulette und Talismane, verschiedene Pülverchen, ein paar Papierfetzen mit merkwürdigen Zeichen darauf und diese seltsame Matte, die ihr dort seht. Ja, diese Dinge, die wurden dann einkassiert und der Glaubensbehörde übergeben und die hat dann durch einen Spezialisten festgestellt, dass der Mann Zauber betreiben will. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Allerdings schweigt er sich derzeit noch darüber aus, für wen, denn es ist unwahrscheinlich, dass der einfach so dort eingereist ist mit all diesen Utensilien. Sollte sich herausstellen, dass der gute Mann da Zauber betreiben wollte, wovon man eigentlich ausgehen kann, dann drohen ihm $13.000 Geldstrafe und eine lange Haftstrafe, was in Dubai sicher kein Kindergeburtstag ist. Ja, das mit den Zauberern, das scheint irgendwie aktuell im Trend zu sein, wenn man jemanden loswerden will oder
vielleicht irgendetwas Bestimmtes erreichen will. Aber gut, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will erreichen, dass der Mythenmetzger jetzt mal langsam die Klappe hält, da braucht ihr keinen Zauberer zu engagieren. Wir sind nämlich jetzt hier am Ende des Videos angekommen. Und das bedeutet, dass ich jetzt gehe und das Video zu Ende ist. Wenn euch das Video aber als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.